Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, jetzt ganz kurz vor Weihnachten, bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Monika von Momas Wollwelt. Es ist heute noch relativ früher Morgen für mich heute und ich erkläre es auch warum. Die Stimme ist noch nicht so ganz da und ich sehe vielleicht auch noch ein bisschen verknautscht auf, aber so ist die Realität. Ja, ich bin Monika, komme aus Stuttgart. Ich habe so eine gewisse Liebe zu einem Verein und jetzt werdet ihr euch fragen, muss das jetzt kurz vor Weihnachten sein? Ja, muss. Es wird nicht so schlimm, wie es aussieht. Wobei das Christkindle schon da war und ich habe passend dazu eine wunderschöne Tasse gekriegt und ich trinke gerade meinen ersten Kaffee. Und ja, dann müsst ihr jetzt durch. Das hat alles seinen Sinn, aber ja. Die Weihnachtsgeschichte beginnt immer mit, es begab sich zu der Zeit als. Und genau so kann ich jetzt eigentlich dieses Video anfangen, weil es begab sich zu der Zeit, als der VfB Stuttgart in der zweiten Liga war. Und sich ein kleiner Fan aus Stuttgart, der ein bisschen stricken konnte, vornahm, sollte mein Verein jemals wieder aufsteigen, stricke ich mir eine Jacke. Jetzt spielen wir schon die zweite Saison in der ersten Liga und was soll ich sagen, die Jacke ist fertig. Eigentlich ist die Jacke schon ein wenig länger, eigentlich fast fertig. Und weil sich das jetzt gezogen hat über lange Zeit, fange ich nochmal von vorne an. Ich habe irgendwann im Jahr 2018 nach einem Fußballspiel. Also müsst ihr euch vorstellen, man kommt bei uns aus dem Stadion raus, dann ist die Mercedesstraße, das ist eine relativ breite Straße. Die läuft man dann entlang zur U-Bahn-Haltestelle. Und da wir in der Untertürkheimer Kurve sind, laufen wir praktisch nochmal am ganzen Stadion vorbei. Und alle, die in diese Richtung rauskommen, also da ist ein großer Begegnungsverkehr auf dieser Straße. Und da war eine Frau, die hatte eine VfB-Jacke an und ich blende euch diese Jacke mal da ein. Von vorne und von hinten. Und ich fand diese Jacke vom Prinzip her Hammer. Vom Prinzip her. Mir hat nicht gefallen, dass sie ihr eigentlich nicht gepasst hat. Die Ärmel waren zu lang und ich fand, die saß nicht. Erstens. Zweitens war diese Jacke aus Polyacryl gestrickt und das fand ich so schade. Weil es ist doch eine Menge Arbeit und dann Poly, ihr wisst schon, und es ist ja im Stadion eher Herausforderung im Sommer, wenn die Männer jubeln. Alle Hände hoch und boah, ja. Und ich wusste, ich hätte gern so eine Jacke, aber ich wusste, ich will sie nicht aus Polyacryl. Und sie hat ja überall so Labels dran gehabt auch. Und ich wusste auch, ich will keinen, also kein Kutte. Kutte kennt man vielleicht von Motorradfahrern und Hardcore-Fans haben auch Kutte an. So mit all die Wimpel und ich weiß nicht, was allem drauf. Das wollte ich nicht. Und dann bin ich ja auf die Suche gegangen, aus welchem Material, und bin irgendwann auf die Finkhoff Dünn gestoßen. Finkhoff Dünn ist eine reine süddeutsche Schafwolle, die läuft 300 Meter auf 100 Gramm. Zu der Zeit hat die Annette ihren Wanderling gestrickt gehabt aus Finkhoff Dünn und hat immer gesagt, das kratzt nicht, das kratzt nicht, das kratzt nicht. Ich habe gedacht, ja, sag halt du, es kratzt nicht. Hab dann aber überlegt, dass ich ja entweder ein Trikot drunter habe oder was Langärmliches. Und man verzeihe mir, dass es nicht eins zu eins die gleiche Farbe heute ist. Und habe dann die Finkhoff Dünn genommen. Hab dann gesucht und hatte, oh jetzt, ich habe es hier liegen, ich muss mich kurz vorbeugen. Ich hatte dieses Filati-Heft. Und da sind ja Modelle drin. So Janker, doppelreich, wusste ich, wollte ich auch nicht. Letztendlich sind für Frauen die Sache immer tailliert. Da wusste ich, das hätte ich gern, aber es geht nicht. Da war dann so ein Janker für eine Frau, Kapuze wollte ich nicht. Der ist bis zu einer Größe beschrieben. Konnte ich nicht.
Den Janker hätte man als Modell auch nehmen können, aber auch da tailliert und die Größe. Und dann habe ich aber doch was gefunden. Jetzt muss ich suchen, wo. Gibt es da kein zweites Bild? Also da ist das Modell, der hat zwar auch eine Kapuze. Hier war der Janker mit dem, also ärmellos, da hat mir die Knopfleiste total gut gefallen. Jetzt muss ich gucken, ob dieser Herrenjanker nicht im Ganzen nochmal irgendwo drauf ist. Da ist nochmal ein Janker für eine Frau, aber guck mal die Ärmel an. Ich finde, die sind zu lang. Also es war so, da ist er. Da ist dieser Herrenjanker. Auch mit dieser Knopfleiste, die einfach schön ist. Und so habe ich dieses Heft hergenommen, um mir so im Bausteinprinzip zu überlegen, wie stricke ich diese Jacke. Ich habe eine Maschenprobe gemacht und habe dann angefangen. Und was für mich klar war, ich möchte eine Kellerfalte. Das hatte die Dame auch und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und es war klar, ich möchte eine Kellerfalte. Ich möchte jetzt aber keine Kellerfalte, die einfach innen so kraus rechts ist oder so. Es muss ja dann ein bisschen Schnickschnack sein. Also so ein bisschen Schnickschnack. Und rauskommen ist jetzt dieses Modell. Und warum habe ich es jetzt erst an? Fertig gestrickt ist es, glaube ich, seit Oktober letzten Jahres. Ich habe mich dazu entschieden und das würde ich, wenn ich sowas nochmal stricke und es kann vorkommen, würde ich es anders machen. Ich habe mich dazu entschieden, die Kellerfalte extra zu stricken. Und ich musste jetzt diese Kellerfalte in diese Jacke einnähen. Und genau dieser Prozess hat ein Jahr gedauert. Jetzt ziehe ich sie mal aus und wie gesagt, das Rot ist jetzt nicht ganz das gleiche, aber das müsst ihr jetzt aushalten. So. Ich kann euch sagen, die ist ganz schön warm. Also ich habe sie fertig gemacht am Samstag. Da haben wir Stricktreff gehabt. Und ich habe wirklich, also ich musste am Samstag noch ein Wichtel fertig machen, die zeige ich euch, oder Gnom, zeige ich euch nachher. Jedenfalls Bild davon. Weil ich den am Sonntag verschenken wollte und ich wollte diese Jacke fertig kriegen. Und ich habe am Freitagabend während einem Zoom-Meeting die Kellerfalte reinmontiert, was kein Spaß war, weil das habe ich gleich zweimal gemacht. Und am Samstag beim Stricktreff alle Fäden vernäht und so, und dann war sie fertig. Und ich habe sie die Woche auch nochmal in der Schule angehabt, weil ich immer im Basalraum sitze und der so kalt ist. Und diese Jacke wärmt unglaublich. Also. Von vorn sieht sie so aus. Gestrickt ist sie kraus rechts. Ja, ich habe sie jetzt auch noch nicht gewaschen. Ich mache vielleicht auch den Ärmel nochmal auf und stricke noch so ein Stückchen dran. Was kein Problem ist, weil kraus rechts man ja von oben und unten gleich aufmachen kann. Da bin ich nur am Überlegen, das würde ich dann vorm Waschen machen. Ich habe einen Bruststring eingestrickt. Und zwar vorne und hinten, der geht durch, weil wir die Mannschaft mit dem Bruststring sind. Ich habe am Vorderteil die Blende gleich angestrickt. Mach's nochmal auf, dann kann ich euch das zeigen. Ich habe das schlicht und ergreifend mit einer Patentmasche gemacht. Und diese Patentmasche gibt einfach diese Lücke, was im Grunde auch so einen Knick geben würde. Aber das setzt das Bündchen einfach schön ab, weil es ist nichts anderes. Es ist genauso kraus rechts gestrickt wie hier innen. Es ist nur durch diese Patentmasche abgesetzt. Dann habe ich Taschen eingesetzt. Und die haben einfach hier oben auch nur diesen roten Rand. Die sind nicht groß. Könnt ihr euch von hinten zeigen? Also die Tasche ist genau so groß. Die hängt auch lose. Da passt halt so ein Päckle-Tasche die hier rein oder so. Oder was jetzt auch gut rein passt, ist gerade mal so eine FFP2, wenn man sie in der Mitte nochmal umknickt. Das soll auch nicht der Schlüsselbund und das Handy und ich weiß nicht was und dann so runterhängen. Im Grunde sind diese Taschen
Ja, für Päckle Tempo. Und als Deko-Effekt. So, und hinten. Jetzt weiß ich gar nicht so recht, wie ich es zeigen kann. Hinten sieht es so aus. Also, ich habe das hinten in Einzelteilen gestrickt. Und ich habe bei dem hellen auch diese Patentmasche gemacht und dann noch zwei Maschen kraus rechts und eine Randmasche. Das ist jetzt so eine Wulst, weil ich das hier nochmal genäht habe, dass es gut klappt. Und innen, diese Kellerfalte, habe ich mit diesem Zopf gestrickt. Und mit viel Fantasie könnte man doch sagen, dass mein Herz für den VfB schlägt. Es gibt so Schließen aus Metall, die man unten dran machen könnte, damit die Kellerfalte zu bleibt. Das Hebe ist natürlich auch blöd. So. Ja, weiß ich noch nicht. Wenn ich sie trage, klappt sie nicht auf. Oder so ein bisschen halt, aber das ist ja auch die Weite, die man da durchkriegt. Ja, und dann ist das einzige Fan-Accessoire natürlich der Wimpel und ein Stern. Und was ist der Stern? Für drei deutsche Meisterschaften in der Bundesliga bekommt jede Mannschaft einen Stern. Und es hört bei 5 Sternen, glaube ich, auf, weil sonst wäre die Bayern irgendwie Amerikaner. Leider. Weil die ja dann so viele deutsche Meisterschaften haben. Und die werden hier oben angeordnet. Und ich habe noch Sterne, aber ich glaube, so die Wahrscheinlichkeit, dass ich da in nächster Zeit noch welche dran nähern muss, ist jetzt nicht ganz so hoch. Ja, endlich fertig. Endlich fertig. Ich liebe sie total. Natürlich wird man da auch angesprochen, wenn man die anhat, aber die ist unglaublich warm. Die hat so eine, ja, ich kann die Annette heute verstehen, warum sie einen Mondpulli hatte aus der Finkhoff Dünn. Es ist unglaublich, es ist einfach ein gutes Klima. Es ist eine 100% Schuhwolle und ich habe jetzt was Langärmliches drunter, habt ihr ja gesehen. Ich habe letzte Woche was Kurzärmliches drunter gehabt. Ich war am Sonntag auf der Ostalb. Ostalb, Elbanger Raum. Wir sind spazieren gelaufen. Und ich habe mir dann, ich habe keine andere Jacke dabei gehabt, habe mir dann eine Jacke ausgeliehen, aber beim Spaziergang auszog und ich habe ein T-Shirt runtergehängt und hat es 0 Grad gehabt. T-Shirt und diese Jacke. Beim Laufen wunderbar. Ich habe nicht geschwitzt, weil das transportiert halt einfach ab. I love it. Also das ist wirklich, wenn ihr mutig seid und euch das einfach wagt und diese Schafwolle, die ist griffig, ja, ohne Zweifel, ganz ohne Zweifel. Aber wenn die auf der Haut ist und es wird warm, dann ist die nicht kratzig. Ja, was würde ich heute anders machen? Ich würde heute die Kellerfalte gleich mitstricken. Ganz definitiv und würde mir dann überlegen, wie ich das manage, weil ihr habt ja gesehen, die Kellerfalte ist glatt rechts gestrickt. Und das war im Grunde auch das Problem. Und ich würde mir halt heute überlegen, ob ich das dann mit verkürzte Reihe einfach manage. Geht doch. Also eigentlich habe ich die Technik und die Fähigkeit, es anders zu lösen und habe mich aber entschieden, es so zu machen. Und das war jetzt der Punkt. Ich habe die Kellerfalte auch mit Nähseide eingenäht, weil ich habe es erst mit diesem roten Faden und dann war das so bollig, bis wieder auftrennt und es war ein Eck. Weil ich natürlich in der Kellerfalte weniger Randmaschen hatte, im Grund wie in der Jacke, weil die Jacke ja kraus rechts ist und die Kellerfalte glatt rechts. Würde ich es wieder stricken, ja, auf jeden Fall. Ich habe hier anhand von diesem Janker auch dieses Video gemacht, wie man einen Ärmel von oben einstrickt. Das war dieses Modell. Und wisst ihr, wie alt das Video schon ist? Ich glaube, ja. Ich habe nicht aufgeschrieben, wie ich ihn gestrickt habe. Also so eine genaue Anleitung. Aber ich hätte Lust, mir sowas nochmal zu stricken. Das muss ja jetzt nicht ein VfB-Janker sein, sondern überhaupt so ein Janker. Und eine Anleitung dazu zu schreiben, wie ich es stricken kann. Also wie ich mir es praktisch ausrechnen kann. Wie ich da hinkomme, wo ich hin muss. So, da bin ich am Überlegen.
Vielleicht gehört es schon in diese Kategorie. Nächstes Video. Im nächsten Video, und es wird nächste Woche kommen, braucht ihr nicht mehr so lange warten, wird das Thema sein: Wie war mein Jahr? Was kommt im nächsten Jahr? Ja, das ist so ein Großprojekt und letztendlich ist die Fertigstellung auch daran gescheitert, ja, an den Geisterspielen, weil ich habe ja keine Motivation gehabt, keinerlei Motivation, die fertig zu machen, weil ich konnte ja mit ihr nicht ins Stadion und ich dachte eigentlich, das ist keine Jacke, mit der ich jeden Tag so rumrenne. Inzwischen ist es eine Jacke, ich werde sie heute Abend, ich muss noch mal einkaufen gehen, auch anziehen. Doch, es ist eine Jacke, mit der ich jeden Tag rumrenne, weil sonst brauche ich sie gerade nicht mehr anziehen. Ja, weil Stadionbesuche, glaube ich, auf weite Sicht hin und ich glaube nicht, dass wir vor Ostern nochmals jemals wieder eine Normalität haben. Also, ich glaube, dass der Lockdown jetzt dann kommt nach Weihnachten und nach Silvester und dann sieht die Welt wieder ganz schön öde aus. Aber wer weiß. Ja, und diese Tasse, die habe ich am Stricktreff von einer lieben Mitstrickerin gekriegt. Und die ist natürlich durch dieses rote Glitzer, geht's doch zu, die ist halt echt mega cool. So, was ist da drauf? Das ist der Fernsehturm von Stuttgart. Das hier ist Mercedes-Museum. Das hier ist die Stiftskirche. Eine Kirche, die mitten in Stuttgart steht, die einstmals katholisch war, in der Reformation evangelisch wurde. In dieser Kirche war eine große Mutter Gottes mit Kind. Und es gibt die Legende, die habe ich in der Grundschule gelernt, das hat mich total fasziniert. Es gibt die Legende, dass als der letzte katholische Pfarrer gehen musste, war er noch in der Kirche und hat gebetet. Und als er raus wollte, hat er eine Stimme gehört, die gesagt hat: Nimm mich mit meinem Kinde. Dann hat er sich umguckt und niemand gesehen und nicht verstanden, wollte raus und hat diese Stimme wieder gehört und hat dann nur die Mutter Gottes mit ihrem Kind gesehen und hat die dann geschnappt und hat sie mit und hat sie nach Hofen. Stuttgart-Hofen ist Ortsgrenze 300 Meter, also es ist Nachbar, Dorf, Stadtteil. Und dieser Stadtteil ist in der Reformation katholisch blieben. Deshalb haben wir dort auch eine Wallfahrtskirche und da steht die Stuttgarter Madonna. Aber diese Stiftskirche, wenn ihr auf der Königstraße seid, also so Marktplatz, Königstraße, mal im Zentrum von Stuttgart, geht mal rein. Das ist eine wunderschöne Kirche, die Stiftskirche von Stuttgart. Also genauso sehenswert wie das Daimler Museum. Dann, ja, brauche ich glaube nichts dazu zu sagen. Stadion. Und das hier, spiegelt jetzt ein bisschen. Ja, so. Ja, seht ihr das auch nicht. Das ist Schloss Solitude. Schloss Solitude liegt oberhalb von Stuttgart Richtung Vainge, so die Ecke Bergheim, Weilimdorf, so diese Ecke. Schloss Solitude war der König von Württemberg. Aber da gibt es die Legende, es gibt von Schloss Solitude bis nach Ludwigsburg zum Monrepos eine gerade Straße durch. Und dieser gute Mann wollte im Sommer Schlitter fahren und dann haben sie Salz gestreut, dass er Schlitter fahren konnte. Und diese gerade Straße gibt es heute noch, zwar nicht mehr als Autostraße ganz durch, aber man kann das mit dem Fahrrad noch fahren. Schloss Solitude war, beim Schloss Solitude war der Sitz, also der Wohnsitz der Ministerpräsidenten. Ich glaube, Lothar Späth war der Erste, der nicht mehr oben war. Vilbinger wohnte noch oben. Und auch da gab es eine Pferdezucht. Stuttgart, Stuttengarten, das hat ja einen engen Zusammenhang. Und dieser Obelisk, das ist die Siegessäule, die steht auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Ja, also so ist das so eine, nicht nur eine Stadion, sondern auch eine Stuttgart-Tasse. Was jetzt noch fehlen würde, wäre der Rote Berg. Da sind ja die Olgas beerdigt. Diese russische Frauen unserer Könige. Deshalb hat Stuttgart zum Beispiel das Olgäle, das war das Kinderkrankenhaus. Jetzt muss ich gerade hören. Olga und Vera, Zweraheim, genau. Und da gibt es eine Trilogie von der Petra Durst-Benning, übrigens, wenn ihr mal Stoff braucht, ich glaube, es heißt die Zarinnen, lesenswert. Also Stuttgart hat schon kulturell auch was zu bieten, nicht nur
Ein Stadion. Aber ich dachte, die Tasse passt heute gut dazu. Ja, so viel zu diesem Janker. Außerdem habe ich noch ein Eichhörnchen gemacht, wie man sieht. Und Knöpfe habe ich vom Burger, natürlich. Da wollte ich stilsicher irgendwelche passende. Ich wollte keine Fußballknöpfe. Also, ich wollte diese Jacke mit Stil haben und ich glaube, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, aber es ist mir gut gelungen. Ich habe noch Finkhof Dünn da. Einige sind weiß, auch was in Rot und ich glaube, ich bräuchte noch eine Farbe dazu, weil ich wollte jetzt nicht komplett, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Finkhof-Pullover. Also hier drin ist es nicht geheizt. Wir haben draußen minus 3 Grad. Wir haben ein gedämmtes Rhein-Mittelhaus. Es ist nicht geheizt und der Boden, Fliesenboden ist kalt, Fußbodenheizung auch nicht an. Aber mir ist hier oben rum wohlig warm. Und wenn ich die hinlege auf den Stuhl, dann dürfte ich dreimal überlegen, wer als erstes drauf sitzt. Ja, ein großes Projekt ging zu Ende und mir war es dann am Samstagabend wieder so. Da war ich wieder so, Loch, ich komme, was soll ich jetzt stricken? Ich habe nichts mehr. Also natürlich habe ich noch genug und ist auch ein Ausblick für nächste Woche. Weil es da letzte Woche ein Ereignis gab, aber das erzähle ich euch nächstes Mal. Weil es einfach taugt für den Rück- und Ausblick. Ja, was ging noch weiter? Ich habe Gnome gestrickt. Und auch da blende ich euch jetzt ein Foto ein. Und es ist eigentlich fast schade, dass ich nur ein Foto einblenden kann, aber mir war es einfach nicht möglich. Ich war letzte Woche noch 2 Tage krank. Ich habe so Kopfschmerzen gehabt. Und auch da kann man kein Video machen. Und am Samstag war dann Stricktreff und am Sonntag wollte ich sie verschenken und habe sie auch verschenkt. Und sie sind auch wirklich total gut angekommen. Und ja, das ist dann einfach echt traurig für euch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ja, so ist es. Ich möchte jetzt nochmal einen stricken. Das soll der Nachbar zu Weihnachten kriegen. Heute ist der 23. Sportlich. Und ich möchte für uns, für Jürgen und mich auch noch einen Strick und die werde ich euch dann zeigen. Die Gnome habe ich gestrickt mit Zehnernadeln doppelt Finkhof dick. Ihr seht schon, der eine hat eine rote Mütze, der andere eine rotmelierte Mütze. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe unten rein 1 Kilo Reis, einfach damit man so hinstellen kann. Ich wollte eigentlich einen Stein reinmachen, aber die eine Familie, die den gekriegt hat, die haben einen kleinen Bub, der im Januar ein Jahr wird, ihr wisst schon. Und wenn der mit dem spielt und genau das kann vorkommen und deshalb habe ich die Arme auch gut angenäht, ja, dann finde ich es mit dem Stein echt blöd, weil ich möchte nicht, dass das Kind sich wehtut. So kann er einen Schnapper in seiner Zipfelmütze, was ihm Oma auch gleich gezeigt hat, wie das geht. Diese Oma. Und dann hat er den rumgezogen und dafür ist er doch da. Also, ja. Also natürlich ist so ein Deko-Objekt, aber warum soll er denn nicht rumziehen? Also wenn er doch keinen Spaß dran hat. Ansonsten ist er gefüllt mit 65 mal 65 Inner. Also diese Küssefüllung vom IKEA, die ich ja total liebe, die ich nehme für alles, weil die auch waschbar ist. Also man könnte diesen Gnom auch waschen. Allerdings mit dem Reis wird es dann schwierig, der quillt halt ein bisschen auf. Nein, aber sonst kann man diese Inner waschen. Und dann ist noch was fertig worden und gestern verschenkt worden. Und da blende ich euch ein Foto ein. Allerdings ist da die Lilly mit drauf. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wie sieht die Lilly aus, I'm sorry, es war nachts um 12:30. Das Sternkissen ist fertig worden für den Schüler, den ich betreue. Und was heißt betreue? Ja, ich bin betreuende Kraft, ich bin pädagogische Eingliederungshilfe. Und bin ja an der Schule mit Kindern mit Behinderung. Ich blende euch da unten einen Link ein. Die Schule hat letztes Frühjahr die Jerusalemer Challenge mitgemacht. Und ich blende euch den Link zum Video ein, das gibt es auf YouTube. Dann bekommt ihr mal einen Eindruck, zum einen, wo ich gelandet bin und zum anderen, wie auch Kinder mit schwere Behinderungen Teilhabe leben können. Und wenn ihr das Video guckt und ihr seht einen jungen Mann laufen im roten T-Shirt,
Das ist mein Schüler. Den Hinweis kann ich euch geben, aber ich möchte euch nicht hier im Video das Foto zeigen, auf dem er drauf ist. Das durfte ich zwar machen, aber ich finde, man muss so seine Persönlichkeitsrechte dann doch auch schützen. Er hat sich, glaube ich, schon darüber gefreut, weil er hat es kommentiert mit den Worten Kopfkissen. Und damit war für mich klar, er hat verstanden, wofür man es nutzen kann. Und als wir dann zum Bus sind gestern, habe ich es dann tragen, weil er dann so seinen Rucksack hat und sein Tablet und sein Zeugs. Habe ich es tragen, aber er hat immer so ein Auge drauf gehabt, dass ich das nicht wieder mitnehme. Und das war mir Freude genug. Ich habe in das Kissen viel Freude, viel Liebe, viel Trauer, viel Wut auch reingesteckt. Auch viel Unverständnis, also so dieses Ganze, was mich so das letzte Vierteljahr auch so bewegt hat. Weil es zum Teil, und das habt ihr sicher gemerkt, auch wirklich eine unglaubliche herausfordernde Tätigkeit ist. Man lässt sich, und das geht meiner Ansicht nach auch nicht anders, ich lasse mich mit Haut und Haar auf diesen Jungen ein. Ich bin, wenn ich komme und ihn vom Bus abhole, schon immer am Gucken, wie ist er drauf, wie sind seine Reaktionen, was tut er, was bewegt ihn. Er kann es nicht sagen. Und das habe ich erlebt in der Endphase bei meinem Dad, der mit Hirnstamminfarkt dann zum Vollpflegefall wurde. Aber da weiß man, das geht auf das Lebensende hin. Ich kannte meinen Dad zu dieser Zeit 45 Jahre. Länger. 47 Jahre, 46 Jahre kannte ich meinen Vater. Und wusste, ich kann seinen Blick, und den Jungen kenne ich seit 4. Oktober, kennen. Also ich begegne ihm seit 4. Oktober und versuche seither zu verstehen, was ihn bewegt, was er möchte, warum er reagiert, wie er reagiert. Und es ist unglaublich anstrengend, weil man immer von 8:15 Uhr bis 15 Uhr immer alle Antennen ausgefahren hat. So. Und es schlaucht, also es schlaucht jetzt auch körperlich, weil mir dann manchmal so, ich komme dann so mit 8000 Schritt und 30 Stockwerke aus der Schule, weil halt viel auch in Bewegung ist und ich ihm hinterher. Und zum anderen dieses immer so konzentriert zu sein, das ist unglaublich anstrengend und das kostet mich ganz viel Kraft und oft ist so, dass ich von der Schule komme und hier erstmal Mittagsschläfle mache. Das geht an der Strickzeit runter und es geht leider, und es tut mir manchmal wirklich leid, es geht wirklich auch an der Zeit für euch runter. Aber es lässt sich gerade nicht ändern. Und ich muss für mich in so einen Rhythmus finden, dass ich wirklich einen festen Tag wieder kriege, wo ich Videos aufnehme. Also was weiß ich, den Freitag wirklich definitiv, wenn ich freitags komme. Aber es war ja dann dadurch, dass ich im Gericht war, ich hatte ja Schöffendienst. War es ja dann auch wieder schwierig, ne? Dann bin ich am Freitag bis um 5:30 im Gericht und dann komme ich auch völlig platt und dann, naja, kein Video mehr. Wir finden da miteinander einen Rhythmus. Also sorgt euch nicht, das geht schon irgendwie weiter. Ja, das war das Sternkissen. Und dann habe ich von meinen Schülern, also von der Klasse, sind ja nicht meine Schüler, aber von der Klasse, die haben eben auch Geschenke gemacht. Das war so seit Mitte November einfach auch so das Thema, dass die Kinder in der Schule oder die Jugendlichen in der Schule einfach im Werken auch Dinge gemacht haben, die sie jetzt praktisch an ihre Familien verschenken können. Lebenspraktische Unterricht. Und sie haben mir mit Servietten-Technik, und wenn ich es jetzt mal stillhalte, sieht man, dass es so Servietten sind. Da sieht man es, glaube ich, noch besser. Mit so Strickmotiven. Das ist so eine Kartonschale, beklebt. Und dann habe ich noch mit Märchenwolle, haben sie das gefüllt. Und ich habe jetzt gesagt, dass ich nach den Ferien das Spinnrad mitbringe und ihnen zeige, wie man aus so einer Märchenwolle einen Faden spinnen kann. Ja, also ihr merkt schon, ich bin unglaublich gern an dieser Schule und ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich weiß, dass die Lena mich entdeckt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir, liebe Lena, so langweilig ist in die Ferien, dass du jetzt sogar das Video guckst.
Und darum sage ich dann nicht viel dazu, aber ich bin unglaublich gern an dieser Schule. Und was mir halt wahnsinnig gut tut, sind gerade die Nachmittage, wo kreativer Unterricht ist und ich dann auch mit der Klasse was machen kann. Wenn mein Schüler dann einfach ruhig auf dem Sofa sitzt und sich mit seinem Tablet oder was beschäftigt, ich ihn schon natürlich im Blick habe, aber dann auch Sterne falten kann oder so, einfach diese kreativen Dinge tun oder mich ja unterhalte. Wir haben freitags ein Mädchen, das nicht zum Sport kann. Und da sitzen wir meistens im Klassenzimmer und sie strickt mit so einem Strickrahmen. Und ich strick und mein Schüler sitzt dabei und wir unterhalten uns über Gott und die Welt und manchmal auch über Dinge, die sie zutiefst bewegt. Und das ist so was Schönes und wir sagen immer, der Freitag ist unser schönster Tag. So, und es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich gehe da richtig drin auf, auch wenn es mich unwahrscheinlich anstrengt. Ja, aber auch so ein, ja, so ein tolles Weihnachtsgeschenk, wo ich denke, auch das kann so eine Schale für ein Projekt werden, das ich dann so habe. Also da haben sie wirklich auch so den Nerv drauf. Ja, dann seht ihr da hinten was, da hat auch jemand einen Nerv getroffen. Es kam das Opal-Abo. Das habt ihr jetzt bei manchen schon gesehen. Wollt ihr es nochmal sehen? Okay, ich habe es ja verstanden. Ich zeige es euch nochmal. Und da mal nur ein Tipp dazu. Im Opal-Abo ist es wie in der Bibel. Hä, was hat Opal mit Bibel zu tun? Kennt ihr das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg? Wo manche morgens anfangen, mittags und abends und alle kriegen den gleichen Lohn. Und so ist es beim Opal-Abo auch. Wer das jetzt nur einmal ausprobieren will, der meldet sich am besten im November an und kriegt das Dezember-Abo. Weil im Dezember-Abo ist in der Regel, ich glaube, ich habe es jetzt 3 Jahre, ich glaube, ich habe es 3 Jahre, 3 solche Stränge, ist immer noch ein Strang Wolle dabei. Oder halt ein Goodie, irgendwas. Es waren, glaube ich, irgendwie auch mal andere Dinge drin. Aber da ist immer noch was mehr drin. Ja, so als kleiner Tipp. Was war drin im Opal-Abo? Es war dieser Strang drin. Als Goodie. Wie soll man sagen, das ist so ein typischer Kiko-Strang. Ja. Und wenn ich nur den gesehen hätte, hätte ich auch gesagt, okay, der erinnert mich sehr an die Wolle, die ich in der Sock Madness verstrickt habe für die Qualifier. Das war ja auch so blau-türkis. Wenngleich der wahrscheinlich ringelt, schätze ich mal, weil er ja ein Strang ist. Ja, meins kam am Samstag von GLS und es sah so aus. Und ich denke mir, Gott sei Dank ist nur Wolle drin. My friend hat es vor die Tür geschmissen, aber ich habe einen Kommissar, habe die Tür aufgerissen, da ist er völlig verschrocken. Oh, jemand da, und dann sage ich, ja, sie sollen klingeln und nicht einfach ablegen. Aber keine Probleme, weg war er, weg, glaube ich, hat es wieder nicht verstanden, egal. Und dann habe ich das aufgemacht und musste herzhaft lachen, weil ich als erstes einen Knäuel gesehen habe und gedacht habe, das sind absolute Annette, ihre Farbe. Nicht? Ja, fand ich lustig. Spannend, wie der sich ringelt. Ich glaube, es könnte auch Sternkissen werden, aber ich habe das schon gesehen und je nachdem, wie viele Maschen das sind, also wenn ich das so gestrickt, auf jeden Fall mit Käppchenferse, weil dadurch wird der Umfang mehr und dann changiert der, habe ich gesehen. Dann den hier. So was Ähnliches hat man schon mal gesehen. So von der Farbkombination. Dieses Rot-Weiße, das ist wieder dieses Pseudo-Norweger. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen für Socke. Also finde ich jetzt auch nicht schrecklich. Dann gibt es da so einen typischen Männer. Also was Dunkles, aber der hat auch so ein bisschen dunkler, wie ihr es jetzt seht, aber so altrosa. Ja, es ist so eine Mischung zwischen Altrosa und Bordeauxrot. Dann hat er so blau und das ist auch wieder so norwegermäßig. Einschlüsse. Also glaube ich sehr, sehr interessant.
Und die nächsten drei sind in der Musterschlacht gerade zur Auswahl. Und zwar ist es der hier. Der wird bei mir ausziehen im Tausch für einen für meine Leggings. Das ist so, wie ihr seht, das ist wieder so ein Norweger-Style. Dann eher rötlich, so lila-pink. Schöner Knäuel. Dann, der hat irgendwie was. Also nicht meine Farbe, aber ich finde ihn total schön und ich weiß auch, für wen das nochmal Socke gibt. Und dann ist ein Knäuel drin, ah, der ist echt speziell und ich weiß, dass viele von euch den überhaupt nicht gut findet und also gell, bevor ihr den nicht gut findet und der dann bei euch liegt und ihr da irgendwie gar nicht hingucken könnt, schickt ihn mir einfach. Ist ja nicht genial. Und wie ihr seht, da hinten liegt noch einer. Witzig. Ich finde ihn total schön. Also ich finde ihn schön für Uni, also für einfach so Stinos. Ich finde den super schön für Colorwork-Socke. Da muss ich mir echt überlegen, ob mir da nicht gleich die Madness rutscht, je nach Muster. Also für ein Colorwork fände ich den total genial. Klar, also diese Regenbogengeschichte. Mega. Also ich glaube, dass das einer von den Bobbeln ist, die bei Opal durch die Decke gehen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher und ich weiß, dass euch der auch total gut gefällt. Aber es gibt Menschen, denen gefällt er nicht so gut. Haha. Und deshalb habe ich einen zweiten. Und ich freue mich wie Schnitzel darüber. Ich könnte ja jetzt sagen, ich sammle da 8 Stück und stricke mir noch eine Leggings. Keine Ahnung. Aber ich finde die ganz arg schön, muss ich sagen. Ja, ich finde auch das Abo an sich schön. Ich muss mir nur überlegen, dass ich einfach das auch wegstricke. Oder halt überlege, was stricke ich draus. So, da muss ich mal gucken. Ja. Es hat schon auch was, diese Knäuel immer so zu sammeln und die anzugucken, aber so auf Dauer. Und dann habe ich hier einen Strang. Und der war eben auch im Opal-Abo. Als Goodie. Oh no, das sind überhaupt nicht meine Farbe. Oh no, überhaupt nicht. Gar nicht meine Farbe. Und ach Gott, ja, da kam gestern so ein Päckli an und ich denke mir, was schickt sie mir denn jetzt? Und da war drin. Der zur Überraschung, der. Und ja, sie kriegt natürlich den und noch einen dazu. Schicke ich ihr zurück. Weil, ja, finde ich total cool. Mal sehen. Vielleicht gibt es sogar. Also, ich habe die andere Stränge von Opal noch nicht verstrickt. Letztes Jahr war noch ein Dreifacher drin mit 75 Meter Lauflänge. Da hat doch Annette diese 990 Perlen gestrickt, glaube ich. Und dieses Jahr ist wieder 425 Meter, 100 Gramm vierfach. Und oh no, sind einfach meine Farbe. Und ich finde es so schön. Also, das ist so viel Liebe, die gerade von euch rüberkommt, dass sich der ganze Aufwand und manchmal auch der ganze Stress und Druck, das lohnt sich für mich alles. Es ist unglaublich, wie ihr mich und uns beschenkt. Ich habe es jetzt auch mit meiner Leggings gemerkt, wo ich gemerkt habe, zu der komme ich nachher noch, die habe ich ja euch ja letztes Mal unterschlagen, wo ich so für mich gemerkt habe, jetzt da kunterbunt weiterzumachen, wäre glaube ich jetzt doch nicht meins und dann einen Hilfepost auf Instagram gestellt habe und was soll ich sagen? Es ist so schön, einfach zu sehen, dass wir wirklich so eine Community werden. Es ist auch so schön. Ich habe gestern das Erlebnis gehabt. Also, manche von euch haben ja jetzt dieses Nautic Sock Set noch bestellt und haben aber da nicht den richtigen Bestellbutton gedrückt. Die haben nur bei diesem Socken-Woll-Duo bestellt und nicht beim Set. Jetzt kriegt mein System das dann nicht hin, wenn ich das im nachträglich abändere, dann doch nochmal diesen Download-Code für die Anleitungen. Das heißt, das werde ich jetzt nachher alles händisch machen.
Und da hat mich eine Frau angeschrieben und gesagt, du, ich habe das nicht. Dann sage ich, ja, kein Problem, ich schicke das morgen alles raus, aber ich muss es händisch machen, das dauert ein bisschen. Dann sagt sie, ich zahle das auch. Dann sage ich, nein, du musst das nicht zahlen, das war ja mit drin. Und dann schickt sie mir 30 Euro für die Kinder und schreibt dazu dann halt so. War ich sehr gerührt. Also da war ich echt gerührt. Mir saß jetzt gestern Abend zum Abschluss nochmal im Bäse. Und dann hat der Jürgen gesagt, was ist mit dir jetzt los? Und sag ich, du, ich bin gerade total gerührt. Weil, ja. Und da merke ich, da habe ich echt Ideen, aber das auch nächstes Mal zum Ausblick für nächstes Jahr, weil ich weiß, dass Karin die Aktion so nicht mehr machen kann. Und ich habe da eine Idee. Und ich brauche euch zu dieser Idee. Ich brauche von euch da Rückmeldung und ich werde euch das im nächsten Video sagen, was meine Idee ist und würde gerne eure ehrliche Meinung haben, um zu sehen, können wir das packen oder packen wir das nicht. Ja, und es ist schön dann, ja, wenn ihr das einfach so unterstützt, das tut mir und uns und besonders die Kinder einfach unglaublich gut. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich wirklich auch stricke. Und zwar, jetzt habe ich nicht mal das Sockebrett. Was ist denn das heute für eine Lade? Ich gehe mal kurz Sockebrett holen, das liegt auf dem Tisch drüben. Oh. Und zwar grüne Socken für meine Schulfreundin. Jetzt ziehen wir sie aber auch wenigstens schön auf. Und zwar einmal. Und zwar grüne Socken, das war das Grün aus dem letzten Opal-Abo, also vom September oder so. Gab es ja einen roten und einen grünen und gedacht war ja, dass das auch für Muster geht und man sieht dann beim Stricken, dass es für Muster dann schwierig werden könnte. Und die zweite Socke ist soweit, also ich glaube, vier, sechs, acht, neun, noch eine Runde noch und dann kommt die Spitze noch dran. Die werden heute auch fertig und werden zu Weihnachten verschenkt. Genau. Wie habe ich die gestrickt? Vielleicht muss ich da auch mal eine Anleitung schreiben. Mein Sockenrezept. Ganz einfach. Italienisch angeschlagen, weil dehnbar. Dann habe ich das Bündel dieses Mal so viele Reihen gestrickt, wie ich Maschen pro Nadel habe, also 16. Dann habe ich im 3-1 runtergestrickt und habe nach diesem grünen Abschnitt einfach mit der Käppchenferse begonnen und habe die dieses Mal wieder immer mit der gleichen Masche verstärkt, dass es so gerade Streife gibt. Ich finde einfach, zu dieser Freundin passt eher so diese Gradlinigkeit. Sie ist Physikerin. Ja. Käppchenferse oder Herzchenferse, muss man besser sagen. Hab dann meinen Spiegel gemacht, wieder in links. Weil ich das einfach so ein Markenzeichen von mir finde. Und dann vorgestrickt und meine Sternspitze. Ja. Ein Hinweis. Ich sehe, ob bei Instagram oder bei wo noch in Videos immer mal wieder Socken, wo ich mir denke, Leute, Leute. Und zwar hier hinten, wenn ihr am Sockenbrett diese Rundung nehmt, in der Mitte von der Rundung,
ist der Fuß zu Ende. Wenn ihr euren Fuß mal betrachtet, hört die Fußsohle nicht gerade auf, sondern geht hinten noch so ein bisschen hoch. Und wenn ich auf Sockenbretter Socken sehe, genau so, dann passen diese Socken nicht hier. Ja? Wo ich mir denke, warum strickst du nicht hier 4 Reihen mehr? 4 Reihen sind ein Zentimeter. Warum nicht diese 4 Runden? Das ist nicht viel zu stricken. Und dann passt die Socke. Und dann wundert man sich, warum die immer hinter runter rutscht. Es wird ganz oft an der Länge hier gespart. Wie wenn man irgendwie hier vorn wäre und es nicht mehr vom Warten könnte und dann macht man halt eine Spitze und es wird sich schon verschle. Ja, aber man läuft hier hinten nachher, also hier, man läuft hier dann auf dem Käppchen rum. Es gibt ja das Sockenlineal von Tanja Steinbach, das zwar qualitativ bei mir ein Reinfall war, aber von der Funktionalität einfach gut ist. Auch das kann man sich schenken lassen zu Weihnachten und zu Hilfe nehmen, das hilft wirklich. Aber wenn man dieses Sockenlineal nimmt, muss man es auch wirklich hinten in die Ferse reinstecken. Weil sonst hilft es auch nicht, sonst ist es auch zu kurz. Und es ist eigentlich gut beschrieben, bis wohin man stricken muss. Spart hier nicht, spart hier vorne nicht noch 4 Runden ein, damit ihr schneller fertig seid. Oder damit vielleicht der Rapport mal hinhaut. Lasst solche Gründe, sondern guckt, dass ihr die Socke wirklich so strickt, dass hier in der Mitte von dieser Rundung oder für die, die jetzt kein Sockenbrett haben und sich so ein Lineal antun, dass wirklich hier dieses äußerste Zipfele eure Maßgabe ist. Ja, und dann seht ihr, und wenn man dann nicht sieht wie ein Ochs, dann seht ihr, dass ich gerade noch so hinkomme zu 41. Ja? Und ich ziehe jetzt nicht, also das ist hier locker. Seht ihr? Aber hier ist der Punkt und nicht woanders. Ja, das dazu. Einfach als Tipp, weil es schade ist, wenn man so Socke strickt und dann sind die vorne so ein bisschen zu eng und dann rutscht die automatisch die Ferse runter. Das ist einfach schade. Ja, dann gibt es noch 2 Projekte. Das eine Projekt, der Pulli für Jürgen. Ja, ist denn der jetzt nicht fertig? Nee, noch nicht ganz fertig. Aber heute wird er fertig. Und wenn ich nächste Woche mal ein Video mache, hat der Jürgen Urlaub. Und ich hoffe jetzt mal ganz schwer, dass er sich zur Modeschau hinreisen lässt. Ich habe den ganzen Pullover nochmal aufgemacht. Nein, nicht so, wie ihr denkt. Hier unten. Also, ich hatte den ja angeschlagen und von unten nach oben gestrickt. Und Gott sei Dank, habe ich den nicht in 2 Einzelteilen gestrickt, wie in der Anleitung beschrieben, weil ich gedacht habe, warum? Ich kann doch bis zum Armloch rundstricken. Das hat mir jetzt geholfen, weil ich habe hier am Bund nochmal aufgenommen. Und ihr seht es. Also man sieht es jetzt auch so ein bisschen, was sich beim Waschen geben wird. Hier. Ich habe alle Maschen ringsrum aufgenommen und habe dieses 1-1-Bündchen abgeschnitten. Und habe dann, dieses war ja bloß so 8 Reihe oder so, und habe dann diese Wolle nochmal glatt rechts gestrickt. Habe dann 18 Reihen, 2 rechts, 2 links Bündchen dran gestrickt. Allerdings mit einer Dreiernadel. Der Pulli war mit 3,5 gestrickt. Rowan empfiehlt für die Wolle 4. Habe es mit 3er gestrickt. Und habe dann die 2 Vorbereitungsreihen mit 2,75er Nadel. Ich habe nur eine halbe Nadel, nämlich oder Viertelnadel, nämlich die 2,75er. Mit der habe ich die 2 Vorbereitungsrunden gemacht und habe es dann italienisch abgenäht, wie ihr seht. Und ja, es ist noch nicht vernäht. Aber, also, wenn ihr einen Mann habt, der so eine Kügele vorne hat. Und ich habe am Stricktreffer auch eine Frau da, die so eine Figur hat. Es gibt ja diese Apfelform. Sagen wir es doch so, wer eine Figur hat mit einer Apfelform. Wenn ihr diesen Pullover zwar lang genug strickt, aber das Bündchen unten nicht unter diesem Kügele
zusammengeht und ihr macht die Hände hoch, guckt der Bauch unten raus. Und ich finde, Kopfkino, nicht schön. Also, weil der Bauch, der da rausguckt, ist meistens kein Sixpack. Ihr wisst, was ich meine. Und es ist einfach nicht schön. Und wenn man sich dann so die Mühe macht, einen schönen Pulli zu stricken und winkt dann beim Tschüss sage und dann fällt der Blick, denn die Menschen haben nimmer auf diesen Pulli, sondern nur auf das, was man eigentlich nicht sehen will. Und ich meine, der Jürgen hat jetzt eine schöne Kugel. Ja, will es trotzdem nicht sehen. Also es wäre einfach, das sah einfach, wie soll ich das erklären? Es war halt einfach sein Kügele und dann stand der Pulli so runter und unter war irgendwie so ein Spalt. Also das sah einfach nach nichts aus. Und ihr seht schon, ich habe keine Masche abgenommen, aber dadurch, ja, dadurch, dass ich das zwei rechts, zwei links gestrickt habe, zieht er so ein bisschen zusammen. Und jetzt liegt es praktisch, jetzt liegt es an, er hätte jetzt keinen Zentimeter mehr länger sein dürfen. So in der Mitte von der Hosentasche, da liegt er jetzt an und es sieht wirklich schön aus. Wie gesagt, nächste Woche muss er durch, dafür ins Video. Und jetzt bin ich damit durch und jetzt muss ich heute noch die Ärmel einsetzen. Das ist immer schön, gell, wie das Licht von der Kamera sich verändert. Also die Ärmel sind ja schon lang fertig und die setze ich jetzt heute nur ein und dann kriegt er den morgen. Den wollte ich eigentlich auch noch auf Sonntag fertig machen, aber was wollte ich nicht alles. Jetzt kriegt er morgen und er freut sich total drauf. Und ja, und dann muss ich mal gucken, über die Weihnachtstage, wenn man jetzt auch ein bisschen lose hin, ein bisschen Zeit hin, also so ein bisschen runterkommt, ob man mal miteinander guckt, was er aus seiner Wollmeiste, Wolle, die er sich da ausgesucht hat, was er sich da vorstellt für einen Pulli. Ja, und dann thront hier hinten so ein großer Bag. Den habt ihr auch schon lange nicht mehr gesehen. Da war was drin, was ich euch aber nächstes Mal erzähle. Und das ist manchmal schlecht, wenn man in solche große Projekttasche Dinge versteckt. Was kommt hier raus? Wolle. Also ich habe noch drei blaue und noch einen roten und habe noch von drei Zuschauerinnen das Angebot, wenn ich noch was brauche, soll ich mich rühren. Ihr seid so süß, echt. Wirklich. Das war noch mein roter. Das heißt, ich habe so drei blaue und zwei rote und ich denke, das müsste rausreichen. Das ist ja noch der Rest, den ich habe vom Bündchen oben und ich denke, dass das die zwei Bündle unten noch gibt. Ja. Bis 31. soll sie fertig sein. Ob sie das ist, weiß ich nicht, aber es war der Designerin wichtig, dass der Bob es fertig ist und abteilt. Und wo ist mein Zettel? Der ist noch in der alten Projekttasche. Also. Inzwischen sieht sie so aus. Hotpads. Ich habe abgeteilt. Und stricke jetzt praktisch immer parallel. Ja, das ist natürlich jetzt ungeschickt. Ich habe jetzt auf der Seite irgendwie schon vier Maschen mehr gestrickt als die Mitte. Das machen wir jetzt gerade mal rückwärts, dann kann man es nämlich besser zeigen. So, hier bin ich in der Mitte. Jetzt. Also ihr seht schon, ich stricke jetzt immer diese Streife parallel. Erst auf der einen Seite, jetzt stricke ich hier rot und der blaue drauf. Dann kommt hier blau und der rote drauf. Und so wächst die nacheinander. Ich habe sie noch nicht angehabt. Weil, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nicht zwei so lange Nadeln und habe mich noch nicht reingewagt. Vom Umfang passt es. Ich habe es nachgemessen und mein Oberschenkel nachpassen. Also vom Umfang her passt sie. Und werde jetzt einfach mal so nacheinander weiter stricken. Man nimmt jetzt einfach regelmäßig ab. Und da habe ich mir eben so einen Plan gemacht, in welchem Streife ich in welcher Reihe abnehme.
Und ich brauche 22 Streife und habe 4 auf der einen und 3 auf der anderen Seite. Oder bin am vierten. Also ich habe 4 Streife. Das heißt, ich brauche auf jeder Seite nur 18 Streife, bis ich unten bin. Das ist zwar nur einiges zum Stricken, aber das geht einfach nur noch rechts in den Ring rum. Und ich glaube, dass das sehr, also fürs Stricktreff oder für überhaupt abends auf dem Sofa hocken, glaube ein ganz gutes Projekt ist, um einfach nur so im Ring rum zu stricken. Man muss halt dann wissen, wann man abnimmt. Das ist, ja. Es macht total Spaß und jetzt zeige ich es euch nochmal schön. Ich glaube, es wäre echt schade gewesen, wenn ich jetzt ab die Füße hier mit anderer Wolle weiter gestrickt hätte. Oder wie seht ihr das? Also ich glaube, das wird echt schön, dass es das halt mit der gleichen Wolle weitergeht. Ich habe nicht links und rechts den gleichen Rapport. Aber ich glaube, das stört überhaupt nicht. Das stört überhaupt nicht. Von daher wäre ja eh nicht gewesen, weil die Mitte liegt zwischen den Füßen, also an der Innenkante vom Bein, Schwäbisch Fuß. Das heißt, ich stricke ja den einen so rum und den anderen so rum. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich stricke bei dem einen Bein erst von hinten nach vorn und beim anderen von vorne nach hinten. Wenn ich jetzt den gleichen Rapport hätte, dann wäre das ja trotzdem die 8. Wisst ihr, was ich meine? Es wäre eh nicht gleich geworden. Von daher reiße ich einfach der Faden ab, immer genau dann, wenn ich meine Reiheanzahl habe. Und was halt meine Schwierigkeit jetzt ist, dass ich ja 9, die Streifen sind 9 Reihe. Und die Abnahme sind in jeder vierte. Und ich wollte jetzt aber nicht am Bein dünnere Streife, damit ich es einfacher habe mit dem Abnehmen. Das wollte ich jetzt nicht tun. Ja, wer weiß, wie weit die nächste Woche ist. Und dann habe ich euch letztes Mal angekündigt, dass ich euch im nächsten Video was zeige zum Verlosen. Und dass ich es dann noch vor Weihnachten wegschicke. Und es ist halt, wie es ist. Jetzt zeige ich euch das heute. Ich stelle euch jetzt ein Buch vor. Und dann sage ich, was es drei, es gibt drei Gewinne. Und da könnt ihr euch beteiligen und im nächsten Video. Und es wird nur der 28. sein. Heute haben wir, nee, am 30. Ich mache es danach. Am 30. Am 30. werde ich diese Dinge verlosen. Also in einer Woche. Donnerstag nächste Woche. Und dann hoffen wir mal, dass die Gewinner mir schnellstmöglich ihre Adresse mitteilen und dann kann ich es verschicken. Was stelle ich euch heute vor? Das Buch Nordisch Stricken aus dem Stiebner Verlag. Jetzt muss ich kurz noch was trinken. Ja, ich zeige euch oder stelle euch vor, das Buch Nordisch Stricken. Nahtlos mit der Strange Brew Methode. Dieses Buch ist ein Standardwerk für all diejenigen, die gerne Colorwork-Pullis stricken und die sich auf Maß stricken wollen. Also nicht nur nach einer Anleitung und es wird schon passen, sondern wirklich auf die eigenen Maße. Die erste 45 Seiten, also die hier, Technikteil. Erklärungen, wie ich zu meinem Ergebnis komme. Und ich möchte euch jetzt nicht wirklich jede Seite in die Kamera halten, weil schöne Bilder und ihr seht, worum es geht. Also nicht um die Pferde, aber um diese Pullis. Wir sehen hier auch nochmal so verschiedene Designs von unterschiedlichem Colorwork, wo man sich zum Beispiel auch vorstellen kann, selber so ein Muster zu zeichnen und mit dem dann zu arbeiten. Da zeige ich euch jetzt gleich mal, es gibt ein Errata. Das sage ich euch auch dazu, aber das Errata ist mit dem Buch und ein Ups. Und an diesem kann ich euch mal das Prinzip dieses Buches erklären. Es gibt in dem Buch
drei verschiedene Farbblöcke bei allem, was erklärt wird. Und zwar ist das grüne also mittlere Garne, das rosane, das ist rosa, dünne Garne und das gelbe ist Fingering, also Sockenwollstärke. Für die mittleren Garne gäbe es an 18 bis 18 Mascheprobe, dünne Garne 22, Sockenwolle 26 und auch die Nadelstärke ungefähr. Ungefährer Richtwert. Wenn ihr jetzt irgendeine Wolle daheim habt im Stash, wo ihr es, es hat ja keiner von uns einen Stash, aber falls sich doch was findet und ihr sagt, war, würde ich gern, aber passt nicht zu der Anleitung. Das haben wir ja ganz oft. Hier habt ihr die Möglichkeit, dadurch, dass es für Maschenprobe von 18 bis 26 Masche, und das ist wirklich so das Gängigste, was man hat, ohne sich die Finger zu brechen, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr mit eurem Garn so einen Pullover hinkriegt. Es ist erklärt. Wie geht das? Also steht da, Sie wollen also einen tollen, individuellen, rundpassenden Pulli kreieren? Das geht. Mit der Strange Brew Methode geht das ganz leicht. Sie folgen einfach den Anweisungen. Wir haben alles für Sie für 25 Größen ausgerechnet. Also da passe jetzt ich auch irgendwo rein. Und dann als Tipp, wählen Sie Ihre Pullovergröße. Tipp, Seite so und so viel. Wählen Sie Ihr Garn. Auch da wieder ein Tipp. Wählen Sie die Designmethode, den Aufbau, also oben runter oder unten nuff. Bottom up oder top down. Also oben runter, unten nuff. Und die Motive. Und da gibt es dann auch verschiedene. Und alles lässt sich kombinieren. Vergessen Sie nicht, die Musterung muss sich nicht auf die Rundpasse beschränken. Das heißt, man kann auch am Körper, an die Ärmel vorne, wie auch immer. Und dann gibt es eben noch weitere Tipps. Dann wird erklärt, das kennt ihr, was steht hier? Bottom up, also von unten hoch, top down, wie das nacheinander gestrickt wird. Das ist jetzt auch mal noch kein Geheimnis. Und dann gibt es Details zur Rundpasse. Ja, Zunahmelinien. Das ist so ähnlich wie die perfekte Rundpasse, was ja aber eher so, wenn ich jetzt edle Pullover sage, tue ich jetzt den Norweger Pullover leid, aber ein anderer Stil an Pullis ist. Was hier halt super ist, also zum Beispiel gibt es einen Tipp, wo gleiche ich das Muster an? Also mache ich es hinten in der Mitte, mache ich es seitlich, weil es gibt ja immer so einen runden Übergang, wo mache ich es? Und dann sieht das Buch immer so aus. Ihr seht die bunten Farben, weil immer geschrieben wird, mit welcher Garnstärke ich für welche Größe wie viel Maschen brauche. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist die Größentabelle. Hier ist doch die Größentabelle. Die Größenübersicht, nach der sich's richtet. Da ist beschrieben Kindergrößen. Und das finde ich halt echt spannend an dem Buch, dass ich wirklich, ja, es gibt ja so Vater-Sohn-Pullover. Oder ich will jetzt, ich habe jetzt nur so ein bisschen Wolle, du weißt zum Beispiel, ich will für ein Kind nur einen Pullover stricken. Und jetzt suche ich meine Anleitungshefter durch und finde nichts Passendes. Und dann nehme ich dieses Buch zur Hand. Es ist Größe 0 bis 6 Monate, 6 bis 12 Monate, 1 bis 2 Jahre, 2 bis 4, 4 bis 6, 6 bis 8, 8 bis 10. Die Damengröße gehen von XS bis 4XL und die Herren von S bis 4XL. Und dann steht der fertige Brustumfang. Und der weicht nach Garnstärke so ein bisschen ab, aber man kann sich an diesem fertigen Brustumfang, ich sage jetzt mal von Socke, Wolle ist bei Dame von 80 bis 150. Das ist ja fast doppelt so viel. Also das ist ja wirklich Riesenweite. Und ich weiß jetzt nicht, wer einen Brustumfang unter 80 hat, der kann ja bei der Kindergröße, da hört es mit 75 auf. Und man kann dann im Grunde auch die Ärmel. Und es gibt noch einen geschätzten Materialbedarf. Und der ist aufgeteilt nach Haupt- und Kontrastfarbe. Also da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Der bezieht sich auf nur eine Rundpasse. Und dann kann ich mich orientieren, wenn ich dann vielleicht im Körper unter Arbeit will, dann brauche ich natürlich auch mehr von der Kontrastfarbe.
Ja, und anhand dieser Tabelle suche ich mir halt raus, was ist meine Größe und wie funktioniert es. Und dann wird es erklärt in der Rundpasse selber, wie ich die konstruiere, wie meine Ärmel sein müssen. Und zwar Bottom-up-Ärmel, Bottom-up-Körper, Mittaillierung, Bottom-up die Verbindung zur Passe, verkürzte Reihen, wichtig, auch die sind für alle Größen beschrieben, Aufbau der Passe und die Passe, alles Bottom-up. Dann geht es weiter, alles Top-down. Letztendlich ist das ein Arbeitsbuch, also ein Workbook hieß es in Englisch immer. Sowas, wo ich auch drin reinschreibe oder wo ich einfach mitarbeiten kann, wenn ich mir was suche und konstruiere. Und auch bei Top-Down ist es wieder in allen Größen, Farben. Die Trennung von der Passe, auch das Aufnehmen unterm Arm. Jetzt will wer was. So, wer jetzt gedacht hat, bei ihm daheim klingelt das Telefon, es war meins. Ja, mich war bei unterm Arm und auch das Aufnehmen, also die Trennung von der Passe und dann das Aufnehmen unterm Arm. Und was dann auch noch schön beschrieben ist, ist die Keilmethode. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Muster habt, ihr seht es hier ganz gut, dass sie immer vollführt und dann weiter wird, wie berechne ich das, dass ich das von oben nach unten stricken kann? Und dann kommen Beispiele. Die Bilder sind halt auch echt. Also ich finde die Bilder wirklich auch super schön. Und das ist jetzt auch mal ein Buch, wo die Bilder zwar Landschaft zeigen. Man kann erahnen, wo der Mann steht. Hupsa. Man kann erahnen, wo der Mann steht, aber man sieht trotzdem noch was von Pullover. Die haben dann auch lustige Namen. Das ist jetzt so eine. Das ist eben diese Keilmethode. Ein Pulli da dazu. Wir haben das dann auch für Kinder. Und auch da sind die Fotos so detailliert, dass man es erkennen kann, wie das dann auf Kinderpullis wirkt. Und einen Eindruck kriegt, ja, barfuß am Strand von Borkum, so ungefähr, wie das dann in der Realität aussieht. Cool. Also man kriegt so einen Eindruck, wie diese Pullis auch wirken können. Dass das nicht immer so ganz abgespaced ist. Und wenn man jetzt die dickere Variante wählt, dann kann man zum Beispiel gerade, jetzt sind wir wieder schließlich im Kreis, die Finkhof Dünn nehmen, die sich unglaublich da dafür eignet. Schaut mal, das ist doch einfach. Das sieht einfach auch edel aus. Und ist trotzdem so ein Rundpassen-Pulli, so ein, ja, oder sowas zum Beispiel. Schön kombiniert mit einem Rock, durchaus bürotauglich. Das hat nichts von Mann im Wald, sondern es ist eher eine edlere Variation. Und das ist doch schön, wenn man das dann für seinen anpassen kann. Kann man gut auch so verschiedene Wollreste reinarbeiten. Vielleicht muss ich doch noch mal wagen, für mich einen Rundpasse-Pulli zu stricken. Dann haben wir hier was, wo natürlich auch der ganze Körper was sich tut. Auch sehr, sehr schön. Weil das nicht so ein Block mit dunkelbraun ist, sondern das halt durch diese Punkte so aufgehellt wirkt aus der Ferne. So, all over Colorwork. Auch das ist sehr schön. Ich meine, abgesehen davon ist das halt auch. Ist doch einfach ein hübsches Bild. Finde ich zumindest. Ja. Und es gibt Mützen. Es gibt dann hier hinten solche Einstrickmustervorlage, wo man sich verschiedenstes auch zusammenstellen kann.
Hier zum Beispiel. Und die dann auch gestrickt. Genau. Und dann gibt es noch Tipps, wo es auch darum geht, wie mache ich die Spannfäden, was muss das sein, wie weit müssen die sein, wie pflege ich das. Und es gibt noch, diese Garne mochten wir, so ein Hinweis, welche Garne es waren. Tukuwohl kennt ihr. Ja, also da gibt es einfach verschiedenste Firmen und das finde ich auch schön, dass sie da kein Geheimnis draus machen, sondern das hier hinter nochmal so auflistet und man gleich so eine Übersicht hat, wo geht die Reise hin. Ein Buch, das ich empfehlen kann, nicht nur für Colorwork-Pulli, man kann natürlich auch einfarbige Rundpassen stricken. Es ist eine Grundlage. Es ist ein, wirklich, wie ich gesagt habe, ein Arbeitsbuch, ein Grundlagenbuch. Es gibt ja so verschiedene wie Abnehmen, Zunehmen oder Zöpfe oder und da sehe ich das einfach auch als Grundlagebuch. Es ist mehr wie Nordisch stricken. Es ist einfach, wie stricke ich eine Rundpasse mit Colorwork und wie leite ich mir die selber her. Und jetzt darf ich, und da sage ich danke an den Stiebner Verlag, diese beiden Bücher an euch verlosen. Outlander Knitting, also ich durfte mir zwei aussuchen. Ich habe mir das Outlander Knitting ausgesucht und eben dieses Nordisch Stricken. Und als dritte Verlosung gibt es einen Strang dieser Wolle mit beiden Anleitungen. Also gibt es drei Preise. Also dieser Strang ist der für meine zwei Anleitungen für die Nautic Socks. Da gibt es einen Strang plus die zwei Anleitungen und es gibt diese zwei Bücher, das Outlander Knitting und das Nordisch Stricken. Was müsst ihr dafür tun? Ich würde gern von euch wissen, und das ist jetzt wieder sehr egoistisch, was war mein Strickprojekt dieses Jahr, das mich geflasht hat? Warum ist es sehr egoistisch? Weil ich ja immer so ein bisschen auf der Jagd nach neuen Ideen bin. Und ich würde ja gern haben, Designer und wie das Projekt heißt. Ich möchte darunter natürlich, ihr könnt auch einen Link zur Anleitung drunter setzen. Auch das ist witzig, weil dann habe ich es noch einfacher. Oder alle Zuschauer, die das dann nachher durchlesen, ich weiß ja, dass viele diese Kommentare lesen und dass praktisch diese Kommentare jetzt wie so ein Marktplatz werden, wo man mal gucken kann. Also, was war mein Highlight-Strick dieses Jahr? Um da so ein bisschen Austausch hinzukriegen. Und ich werde nächste Woche Donnerstag, wenn ich das Video mache, werde ich diese drei Preise auslosen. Genau. Und dann dürft ihr euch bei mir melden und dann verschicke ich sie. Ja, das war die Weihnachtsfolge. War sie jetzt weihnachtlich? Ich weiß jetzt auch nicht so ganz. Also bei uns ist es ein bisschen weihnachtlich jetzt worden. Wir haben auch so weihnachtlich dekoriert. Wir haben letzte Woche am Samstag einen Stricktreff gehabt. Was einfach schön war. Es war wirklich, wirklich schön. Und da gibt es einfach Menschen, die bringen Plätzle mit und lassen mir den Rest da. Und ich habe wirklich nichts gebacken dieses Jahr, weil ich nicht dazukommen bin. Ja, es hat jetzt einfach nicht sein sollen, aber es war so schön, dass wir jetzt Plätzle da haben. Und die werden da wirklich einteilt. Wir haben uns wieder um drei getroffen. Die erste kam halt um 13:30 Uhr. Von Regensburg und Berlin. Und dann haben wir Stricktreff gehabt bis irgendwie 12:30 Uhr nachts. Also es war wirklich verrückt. Aber es war so schön und so ein toller Austausch auch. Und ja, Stricktreffen gehen weiter bei mir. Am 8. Januar, 12. Februar, 12. März, ich schreibe es euch drunter. Die finden immer mit der aktuellen Corona-Bestimmung von Baden-Württemberg statt. Warum? Weil ich hier wohne. Ist ja manchmal ein bisschen schärfer wie in ganz Deutschland, aber so ist es halt. Liegt am Ministerpräsident. Das heißt, wir werden im Januar, am 8. Januar, Stricktreff machen mit genau 10 Personen. Und bei den 10 Personen sind die Jürgen und ich schon mit einberechnet. Es können 7 bis 8 Personen kommen und mehr können nicht kommen. Und das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Es ist einfach so.
Ich finde es gut, dass es trotzdem stattfinden kann. Also letzten Winter durch hat nichts stattgefunden. Es kann jetzt stattfinden. Es können nur geimpft, geboosterte kommen. Es ist so, aber die, die jetzt hier zum Stricktreff kommen, sind es auch. Wir müssen einfach dieser Tatsache gerade ins Auge gucken. Und ich möchte halt nicht, dass nachher hier durch die YouTube geht, oh, die hat Stricktreff gemacht und haben sie fünf eingesteckt, bla bla bla. Ihr wisst, wie das ist. Da stehen schon fünf draußen und wartet bloß, dass sowas passiert. Und nein, es ist nicht passiert. Und es passiert hoffentlich auch nicht. Man steckt nie drin. Ich bin auch gespannt, wie das nach den Ferien in der Schule weitergeht. Es ist jetzt so, dass Schüler, die Fernreise machen, ja, dann hinterher in Quarantäne müsstet und Gymnasien zum Beispiel angekündigt haben, wenn die Klausuren verpasst, dann ist das Gesamtnote 6. Das ist ja dann auch lustig. Aber ja, es muss jeder für sich entscheiden, was er tut in diesen Ferien und wie er damit umgeht. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich finde es daheim auch ganz schön. Und bin froh. Also ich bin wirklich froh jetzt mal mit dem Jürgen. Der hat auch bis zum 10. Januar frei. Ich habe ja Ferien. Und er hat jetzt eben auch über Weihnachten frei bis zum 10. Januar, einfach mal so runterzukommen, mal Dinge daheim zu tun oder einfach mal sich hinzusetzen, mal ein Spiel zu spielen und so. So diese Ruhe, die jetzt einkehrt, da freue ich mich unglaublich drauf. Ja, wir werden Heiligabend mit unserem Nachbarn verbringen, der sich jetzt natürlich ernsthaft entscheiden muss, wie macht er das Silvester und Neujahr, weil die andere Freunde, da ist er nicht geimpft und dann kann man da nicht mit mehreren. Und das ist, glaube ich, schon jetzt ein Planungsfaktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Und wir sind da einfach auch sehr konsequent, weil nichts schlimmer, wie dass ich mich dann irgendwo in die Ferien anstecke und es in die Schule trage, das wäre einfach blöd. Von daher muss man da ein bisschen sorgsam umgehen einfach. Aber ich glaube, man kann auch in dem Rahmen, der vorgegeben ist, trotzdem was tun. Und ich denk so spazieren gehe oder Stadtbummel oder raus in die Natur, wenn es jetzt so kalt ist und der Boden so knirscht. Bei uns hat es keinen Schnee, aber es knirscht ja trotzdem. Sowas Gras, wenn das Gras so gefroren ist. Ist was Schönes und das werde mal einfach nutzen. Noch dazu können wir jetzt in die Weihnachtsferien mit der U-Bahn, da der Jürgen oder mir das Abo haben. Darf man zu zweit mit dem Abo in ganz Stuttgart rumfahren und auch das werden wir tun. Um einfach ein Stück rein und rauszufahren auf eine andere Seite von Stuttgart und da zu laufen und wieder zurückzufahren. Also ein bisschen Stuttgart so laufend entdecken. Ja, das sind so die Dinge, die wir haben. Und ich freue mich einfach auf Strickzeit, so auf Ofen an und kuschelig daheimzeit. Ich freue mich auf Besuch im Rahmen. Ich freue mich einfach auf die Tage. Das Video wird am 24. online kommen und mancher wird sich denken, warum denn das? Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die mir zusehen, die alleine Weihnachten verbringen. Und vielleicht ist es dann so also ein kleiner Trost, dass ihr einfach was Gewohntes noch habt. Und es gibt auch Menschen, die mit Weihnachten einfach gar nichts anfangen können, die einfach auch Unterhaltung brauchen. Was wünsche ich euch? Ich wünsche euch besinnliche Tage. Ich wünsche euch diese Einkehr, dass ihr diese freie Tage nutzt, wieder so zur Ruhe zu kommen, diese Einkehr im Familienkreis oder im, wie ihr lebt. Und für euch, die ihr allein lebt und für die es noch einsamer wird, sucht euch jemand, ruft jemand an, gestaltet es euch schön, guckt einen schönen Film oder eine Serie. Es kommt jetzt immer so auf ZDF-Mediathek, diese alten Serien. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren haben wir mal Ich heirate eine Familie, war unsere Serie. Das war so witzig. Wird man heute so nicht mehr drehen. Das sind so Sachen, dass man mit Alkohol anstößt auf eine Schwangerschaft und so. Das war aber damals so in die 80er. Da hat sich keiner was gedacht. So. Aber das nochmal zu sehen oder sowas Kuscheliges. Sissi kommt. Sissi. Kein Weihnachten ohne Sissi. Auch wichtig. Macht euch die Tage schön. Macht's euch schön. Strickt was Schönes an. Auch da ist, wenn die Voleno kommt, was im Gange. Aber wie gesagt, ich komme zwischen den Jahren nochmal und da gibt es diesen Rückblick und Ausblick und Überblick. Da wird es komisch. Da wird es lustig für euch, für mich vielleicht auch. Ja, seid behütet und kommt gut durch diese Feiertage. Tschüss.